Wir Journalisten mögen Menschen, die klar und offen Stellung beziehen, die ehrlich ihre Meinung sagen und die ganze Wahrheit, nicht nur den Teil, der ihnen nützt. Leute, die nicht nur kritisieren, sondern es mit ihrer ganzen Kraft besser machen wollen. Peter Sawicki ist so einer. Letztes Jahr zum Beispiel. Nano recherchiert zum Thema Alzheimer, zu neuen Forschungen auf diesem Gebiet, aber auch zu Medikamenten, die Alzheimer-Patienten erhalten. Es geht um das Medikament Axura mit dem Wirkstoff Memantin. Er soll die Nervenzellen vor zu viel Reizen schützen. Patienten und Ärzte setzen große Hoffnungen in ihn. Doch welchen Nutzen hat das Medikament tatsächlich? Professor Sawicki hat die Studien in seinem Institut ausgewertet. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz IQWiG, kommt zu einem klaren Ergebnis. Das Präparat hat keinen Nutzen, und wenn ein Medikament keinen Nutzen hat, so hat es immer einen Schaden, nicht nur für den Patienten, der es einnimmt, ohne dass es einen Nutzen hat, sondern auch für die Solidargemeinschaft, die damit ja einen finanziellen Beitrag dafür bezahlen muss, der nicht gut angelegt ist. Die Pharmafirma Merz freut das gar nicht. Es ist ihr umsatzstärkstes Medikament. Bei der Recherche findet das IQWiG heraus, dass Merz nicht alle Studien zu diesem Medikament veröffentlicht hat. 4 Jahre lässt Merz die Prüfer vom IQWiG auf die Unterlagen warten. Und jeder Tag Verzögerung lässt die Umsatzzahlen steigen, denn das Medikament ist bereits auf dem Markt. Ein anderes Beispiel. 2007. Studien zeigen, eine Hormonersatztherapie in den Wechseljahren erhöht das Risiko für Brustkrebs, Herzinfarkt und Schlaganfall. Trotzdem preisen Pharmaunternehmen ihre Hormontherapie weiterhin an. Peter Sawicki findet deutliche Worte. Hier wird versucht, direkt an die betroffenen Frauen eine falsche Information zu transportieren mit dem Ziel der Gewinnmaximierung, mit dem Ziel, ein Präparat zu verkaufen, unter Inkaufnahme, dass man diesen Frauen durch die falsche Information schadet. Das ist schon sehr, sehr bedenklich. Nein, er sei kein Feind der Pharmaindustrie, sagt Sawicki. Wer solle sonst die Medikamente herstellen? Aber wir brauchen eine Industrie, der wir vertrauen können, die uns nicht betrügt, die keine Studien unterschlägt, die keine Leute besticht. Doch genau das passiert immer wieder. Deshalb wollte die Bundesregierung ein unabhängiges Institut, das den Nutzen von Medikamenten und Therapien bewertet. 2004 wird das IQWiG gegründet, mit Sawicki an der Spitze. Das Problem? Nahezu 100% der Arzneimittelstudien sind von der Pharmaindustrie finanziert. Unabhängige Studien gibt es so gut wie keine. Es fehlt das Geld dafür. Die Ärzte, die die Studien in ihren Krankenhäusern durchführen, wissen, wie die Pharmaunternehmen die Studien manipulieren. Das fängt an beim Design einer Studie, wo das neue Präparat meistens gegen einen nicht optimalen Standard verglichen wird, sodass das Ergebnis positiv für den Wirkstoff ausfällt. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man Patienten auswählt, bei denen man Ergebnisse erzielt, die man später im Alltag nie erzielen wird. Dass man also junge Patienten auswählt, dass man ältere Patienten mit Begleiterkrankungen grundsätzlich ausschließt aus diesen Studien. Und eine weitere Möglichkeit ist, dass man diese Ergebnisse sehr positiv interpretiert, obwohl die Ergebnisse eigentlich keinen großen Vorteil für das neue Arzneimittel zeigen. Fällt die Studie trotz aller Vorkehrungen negativ aus, verschwindet sie in den Schubladen der Auftraggeber. Das sind bis zu 50% aller Studien. Immer wieder stößt das IQWiG auf Spuren von Studien in Datenbanken und Archiven. Hinter solchen Studiennummern stehen offenbar Untersuchungen mit mehreren 100 Patienten. 2010 findet das IQWiG heraus, dass auch der Pharma-Riese Pfizer Studien zurückgehalten hat. Es geht um das Medikament Edronax, ein Antidepressivum. Pfizer weist die Vorwürfe zurück. Wir haben dem IQWiG ausreichend Daten zur Verfügung gestellt. Diejenigen Daten, die sich aus unserer Sicht für eine Nutzenbewertung von Edronax auch im Vergleich zu anderen Arzneimitteln eignen. Ausgerechnet Pharmahersteller entscheiden, welche Daten sich für die Nutzungsbewertung eignen? Genau das wollte die Politik mit dem IQWiG eigentlich verhindern. Denn Pharmahersteller haben Interessen. Und solange das IQWiG ein Medikament nicht als nutzlos einstuft, müssen es die Krankenkassen bezahlen, und zwar zu dem Preis, den der Hersteller vorgibt. Kein Wunder, dass negative Studienergebnisse so lange wie möglich zurückgehalten werden. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Doch es gibt auch Siege. Bitter erkämpfte. Immer wieder wird Sawicki als Sparkommissar und Kassenknecht angefeindet. Er und das Institut wollen den Patienten anscheinend innovative Medikamente wieder wegnehmen.
Als das IQWiG 2006 das Kunstinsulin negativ bewertet, laufen Patienten Sturm. Denn viele Ärzte hatten sie auf das neue Kunstinsulin umgestellt, das angeblich viele Vorteile gegenüber dem altbewährten Humaninsulin hat. Wie Ärzte von den Pharmareferenten überzeugt werden, neue Medikamente zu verordnen, sprechen nur wenige so klar aus wie Dr. Wolfgang Schwinzer. Häufig werden mir von Firmen auch Beraterverträge angeboten, wobei diese Bezeichnung eigentlich nicht richtig ist, denn beraten kann ich die Firma gar nicht. Das Medikament ist seit Jahren auf dem Markt und es gibt nichts mehr zu beraten, auch nicht über Risiken und Nebenwirkungen. Es geht nur darum, dass ich auf Umwegen Geld bekomme dafür, dass ich Medikamente dieser Firma verschreibe und es vielleicht auch Kollegen empfehle, damit die das auch tun. Über 1 Milliarde Euro verwendet die Pharmaindustrie dafür, um Ärzte von ihren Medikamenten zu überzeugen. Sawicki ist unbestechlich. Er bleibt dabei, die Kunstinsuline sind nicht besser als die Humaninsuline, aber dafür 30% teurer. Die Krankenkassen beschließen, Kunstinsuline nicht mehr zum vollen Preis zu erstatten. Die Pharmafirmen gehen vor Gericht, doch sie haben keinen Erfolg. Das Gutachten des IQWiG sei nicht zu beanstanden, heißt es in der Urteilsbegründung. Sawicki muss weg. Die Bundestagswahlen im letzten Jahr machen den Weg frei. Die SPD fliegt aus der Regierung. Mit CDU und FDP an der Spitze hat die Pharma-Lobby in Berlin ein leichtes Spiel. Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, weiß, wie sowas läuft. Also es ist ganz klar, dass der Druck der Pharmaindustrie hier maßgeblich war. Kanzleramt und Gesundheitsminister haben sich darauf eingelassen. Diese Regierung war einfach also willens, hier ein Zeichen zu setzen. Also man wollte sich mit der Pharmaindustrie gut stehen und man hat dabei den Bürger im Stich gelassen. Das hat Sawicki im Prinzip das Amt gekostet. Das Kanzleramt und der Gesundheitsminister, Handlanger der Pharmaindustrie? Im Sinne des deutschen Volkes, im Sinne des Patienten, ist das sicher nicht. Und bei mir im Studio ist jetzt Ursel Sieber. Sie ist Journalistin und Autorin des Buches Gesunder Zweifel. Darin beschreibt sie den Fall des Pharmakritikers Sawicki und die Machenschaften im Gesundheitswesen. Frau Sieber, was hat denn Peter Sawicki falsch gemacht? Warum muss er seinen Hut nehmen? Naja, fachlich kann man ihm eigentlich nichts vorwerfen. Er hat die Nutzenbewertungen des IQWiG, also dieses Instituts, sind international sehr anerkannt. Also auch Leute, die für die Pharmaindustrie arbeiten, im Ausland sagen, diese Bewertungen, diese Gutachten sind Spitzenklasse. Das Institut, die Arbeit des Instituts ist gerade ausgezeichnet worden von der Weltgesundheitsorganisation als unabhängig und sehr qualifiziert. Sawicki hatte mächtige Gegner. Das war vor allem die Pharmaindustrie, Ich zeige in dem Buch, dass die Industrie oder die Firmen über Jahre im Kanzleramt waren, im Bundesgesundheitsministerium und immer wieder gesagt haben, Personalie Sawicki, der Mann muss weg. Nun heißt es in Ihrem Vorabdruck des Buches, der Lobbyismus der deutschen Krankenhausgesellschaft sei noch schlimmer als der der Pharmaindustrie. Warum war denn die IQWiG auch den Kliniken ein Dorn im Auge? In Deutschland haben die Kliniken eine Art Freibrief. Das heißt, jede neue Behandlungsmethode, zum Beispiel bestimmtes Operationsverfahren oder Bestrahlungsverfahren, darf an Kliniken, ohne dass es vorher geprüft wurde, in Studien eingeführt werden. Und jede Klinik in Deutschland darf dieses neue Verfahren oder dieses neue Gerät sofort kaufen. Und Sawicki war ein Anhänger von einer kontrollierten Einführung von neuen Verfahren. Also er wollte, dass sozusagen neue Verfahren vorher geprüft werden. Und das behinderte natürlich das Geschäft der Kliniken. Und deswegen waren auch die Kliniken letztendlich ein Gegner dieses Instituts und auch ein Gegner von Sawicki. Und nun gibt es ja auch Patientenverbände. Und da wundert man sich, warum haben die sich nicht stärker für das IQWiG eingesetzt? Naja, ins Auge sozusagen besonders hervorgetan hat sich da der Deutsche Diabetikerbund. Es ist die größte deutsche Patientenorganisation in Deutschland und man muss leider sagen, es ist auch vielfach belegt, dass Patientenverbände eben nicht unabhängig agieren von der Industrie. Und der Deutsche Diabetikerbund ist dafür ein gutes Beispiel. Der Deutsche Diabetikerbund, der Vorsitzende, hat sich ja sogar dazu verstiegen zu sagen, Sawicki betreibe Euthanasie auf Raten, obwohl ein Teil seiner Familie ja auch in Konzentrationslagern der Nazis umgekommen sind. Also er hat sozusagen, es ist
sehr unsachlich argumentiert worden. Und die Patienten haben natürlich das Problem, dass ihre Ärzte ihnen über Jahre diese Medikamente verordnet haben, dass alle gesagt haben, das ist toll, das ist besser und neu ist sowieso besser. Und dass dann nach Jahren ein Institut kommt und sagt, nein, wir sehen keinen Zusatznutzen. Die Studien der Hersteller zeigen keinen therapeutischen Vorteil. Warum bezahlen wir das eigentlich? Und ich glaube, manche Patienten haben das auch nicht so richtig durchschaut. Die Krankenkassen sind diejenigen, die am Ende die Rechnung bezahlen müssen, aber selbst die haben dem IQWiG keine Rückendeckung gegeben. Warum nicht? Nein, letztendlich nicht. Letztendlich haben auch die Krankenkassen nicht für ihn gekämpft als Leiter, sondern haben praktisch mit dafür gestimmt, dass sein Arbeitsvertrag nicht verlängert wird. Die Krankenkassen spielen eine sehr zwiespältige Rolle. Einerseits sagen sie, wir sind auch für Medizin, die geprüft ist. Wir wollen auch natürlich geprüfte Medizin unseren Patienten anbieten, aber sie stehen im Wettbewerb. Sie haben Angst vor negativen Schlagzeilen, dass zum Beispiel ein Patient vor einem Glaspalast der Krankenkasse steht und sagt, meine Kasse bezahlt mir dieses Medikament nicht mehr, obwohl das IQWiG in Studien nachgewiesen hat und auch vor Gericht Recht bekommen hat, dass diese Bewertung zeigt, dass dieses Medikament keinen Vorteil hat. Also die Krankenkassen geben auch dem Druck der Straße nach. Frau Sieber, zum Schluss noch, welche Rolle spielt eigentlich Gesundheitsminister Philipp Rösler in dieser Geschichte? Mit der Stimme des Bundesgesundheitsministeriums ist der Arbeitsvertrag von Sawicki nicht verlängert worden. Das ist das eine. Und als Rösler noch Wirtschaftsminister war von Niedersachsen, hat er praktisch mit anderen Wirtschaftsministern zusammen ein Papier abgestimmt, in dem gesagt wurde, dass IQWiG, die Arbeit des IQWiG ist eine Gefahr für den Standort Deutschland. Und wie geht es jetzt weiter ohne Sawicki an der Spitze? Der Nachfolger ist ja auch jemand, der sozusagen nicht als Pharmafreund bekannt ist, also als sozusagen, er ist kritisch jedenfalls. Die Frage ist, bekommt er genug Rückendeckung von der Politik, also von Philipp Rösler zum Beispiel, und hat er ein so breites Kreuz, weil wenn er die Nutzenbewertung so macht wie unter seinem Vorgänger, dann wird er denselben scharfen Gegenwind bekommen wie sein Vorgänger auch. Vielen Dank für diesen sehr interessanten Blick durchs Schlüsselloch. Wenn Sie wissen wollen, wie die Gesundheitspolitik in Deutschland funktioniert, das Buch Gesunder Zweifel von Ursel Sieber ist ab diesem Samstag im Handel erhältlich.